Hey, wunderlicher alter Mann, du da oben, der so einen merkwürdigen, komischen Vogel-Dance macht oder was auch immer das sein soll, greifst du bist mir so auf die Nerven. Ich habe den wunderbaren, graziösen Stil eines wunderbaren Affe? Wo ist Mr. Bubbles? Dieser Affe wurde hin? Vernichtet. Warum und wo ist in den Schleierbann geraten. Alter, im der Paul ist ein Gegner, ne? Das weißt du, die ne? Sind alle im Schleierbann gefangen. Ja, Mr. Schleierbann, das sind... Warum? Okay, okay. Warum spielen wir das Spiel überhaupt noch weiter? Wer zwingt uns denn immer wieder dazu? Richtig, ja, weiß ich nicht. Kreis Industries. Nur weil wir am Ende der letzten Folge gesagt haben, ja, es wird noch weitergehen, weil es gibt noch ein paar Tall Tales, die wir machen können und alle geschrieben haben, nein, warum zu Ende? Na, warum ist zu Ende? Warum? Ja. Mach doch alles nochmal von vorne, aber andere Entscheidung. Du kannst ja nichts entscheiden. Doch, ja, mein doch, Onkel Kuskeng. Dein Onkel Kuskeng? Ja, er ist Onkel und Kuskeng in einem. Er hat entschieden. So, Kuskeng, sollen wir die... Ja, was hast du für eine andere Wahl? Lass bumsen. Da stehen Leute, die müssen wir bumpen. Bumpen und bumsen darf man, glaube ich, gar nicht am Anfang sagen, ne? Weiß ich nicht. Das gibt wieder Ärger. Das gibt wieder Ärger. Bumpen ist doch in Ordnung. Ja, bumsen ist jetzt auch kein schlimmes Wort eigentlich. Nee, ich bin dagegen gebumst. Ja, eben. Mit dem Schiff irgendwo reingebumst. Das passiert doch mal. Das passiert doch. Lieber YouTube-Mitarbeiter, wir erklären jetzt gerade, wie das funktioniert. Also ab und zu bumsen Menschen wo dagegen. Ich bin mal mit dem Zeh gegen meine Tür gebumst. Das ist auch schon mal passiert. Bitte lass uns die Werbung. Wir haben dich lieb. Wenn du willst, können wir dir auch im nächsten Video irgendeine Widmung oder sowas machen. Ja, das wäre super. Lass einfach mal deinen Namen lass da. Lass doch mal reden, YouTube-Mitarbeiter. Lass doch mal reden. Ey, die stehen da ziemlich beschissen. Rein Ram und wieder Bran. Bran und Ram. Ram und Bran, Alter. Weil ich fahr mal hier rum. Und wenn ich die jetzt hier... Ich weiß nicht, willst du jetzt schon einen Schuss abgeben? Nee, da treffe ich die noch gar nicht. Ich würde rein Ram. Ram und Bramen. Aber Ram und Bram ist so heftig. Aber Ram und Bram funktioniert halt immer. Guck mal, die haben nicht mal die Segel eingezogen. Die sind ready. Die sind ready. Wenn wir die jetzt schön wegflamen. Machen wir hier einen harten Lonnie-Turn. Quer-Lonnie. Hier willst du Quer-Lonnie machen. Mal hier so einen Quer-Lonnie rein. Dann rammen wir die. Vielleicht haben die Schätze an Bord. Wer weiß. Die haben sogar eine Fahne oben. Also nicht so eine Fraktionsflagge, sondern nur so ein Fähnchen. Nur so ein Fähnchen, so eine Spaßfahne. So eine Spaßfahne. Ich glaube, die wollen was. Die wollen hier was? Ich nehme noch ein paar Nüsse mit. Obladen nehme ich mir hier unten. Wir kommen dann jetzt gleich hier, ne? Wir sind jetzt hier. Ich bin bereit, ich bin bereit. Auf nasaler Ebene sind wir jetzt gut dabei. Ich bin bereit. Ramsi, geh voll drauf. Ach, voll frontal. Dann müssen wir unser Schiff aber auch reparieren. Und wenn so das Schiff untergeht, haben wir ein Problem. Dann halt jetzt so an, dass ich sie richtig schön bombardudeln kann. Ich mach Segel rein. So, noch ein kleines Stück. Stopp. Das ist perfekt. Ja. Ich mach Segel rein, dann werden wir langsamer. Warte, eben gerade haben wir noch einen blöden Wellengang. Jetzt treffe ich sie gut. Oh, wir drehen uns. Ich glaube, da hinten rennt ein Tier rum. Ein Haustier. Ein Haustier? Sind die gar nicht mehr da? Ja doch, aber ich glaube, der Solo slopet hier einfach nur, oder? Denkst du, ist ein armer, unschuldiger Mann, den wir gerade seine Existenz berauben? Durchaus möglich. Deine Bündnisflagge draußen hängen? Nee, das ist nur so eine Sloper-Flag. Hast du den gesehen? Ja, aber da steht nur mal niemand. Leider. Ja, wollen wir rüber? Warte, ich glaube, er ist gerade ins Wasser da hinten gehüpft. Alter, haben wir einen Kackwellengang? Gibt's doch nicht. Ja komm, der muss jetzt absaufen. Ah, bis jetzt aber nicht. Ja doch. Jetzt. Tja. Der ist halt Shipwreck Bay, ne? So. Ja. Wollen wir uns rüberschießen? Ja, aber wieso rüberschießen? Wer weiß, wo er da ist? Na, stimmt. Wir sollten auf jeden Fall zusammen gehen. Ja, aber das Problem ist, er kann unser Boot jetzt nehmen. Das ist unser Problem jetzt. Er könnte unser Boot nehmen. Wo ist er jetzt nur, ist die Frage. Das ist die Frage, ja. Ist er überhaupt noch da? Ja, muss. Wir werden es gleich sehen, wenn der Meermann kommt. Wenn der Meermann kommt. So, das Schiff ist auf jeden Fall gesunken. Offiziell. Mr. Bubbles untersucht wieder seinen Penis. Ja, guck, hier ist der Meermann. In welche Richtung guckt der Meermann? Da ist der Typ. Das musst du immer schauen. Ich schwimme mal kurz hin. Halt du die Stellung. Was ist mit dem Meermann? Wo guckt er hin? Er guckt auf die Insel.
Schmeiß mal einen Anker raus. Ich glaube, es gibt sogar Loot. Irgendwas liegt da vorne. Ja, aber nur so eine rostige alte Truhe oder sowas. Naja, der hat nichts. Er wollte wahrscheinlich nur questen. Der Meermann schaut genau in diese Richtung. Oh, ich kann den Meermann auch reiten. Ne, das sind irgendwelche Schweinekäfige. Ja, Schweinestall und Schweinestall. Ich wette, der lauert irgendwo. Ja, ja, und dann hat er gerade wahrscheinlich so eine Quest gemacht. Oder er will die Quest machen, die wir machen wollen. Aber dafür brauchst du gleich keine Schweinestelle, oder? Nee, aber die hat er vielleicht irgendwo mitgenommen, weil er sich gedacht hat, ja, warum nicht? Hier rennt auch ein Schwein rum. Ja, meistens, wenn du für die Handelsgilde was machst, so, ne, dann... Aber hier ist niemand, ich sehe niemanden. Keine Ahnung. Hier auch niemanden. Der Dude ist weg. Na, im schlimmsten Fall verlieren wir ein leeres Schiff. Im schlimmsten Fall verlieren wir ein leeres Schiff, ja. Hab ihn erschossen. Ah, okay. Er hat hier gequestet. Und ist er direkt weg, hat direkt seine Seele verhökert. Seemannsgarn. Die Seefahrerseele. Aber hier ist immer noch der Meermann. Echt? Aber der ist vielleicht jetzt für uns auch irgendwie... Nee. Normalerweise, wenn der für uns ist, dann kommt der Feuer oben raus. Stimmt, aber hier habe ich einen erschossen. Na, im schlimmsten Fall verlieren wir halt unser Schiff, das war's. Ich sehe hier niemanden. Und ich meine, das Schiff ist jetzt eh nicht irgendwie besonders gut. Außerdem wollen die es wahrscheinlich gar nicht, wenn die wissen, was du mit dem Schiff alles schon getrieben hast. Ich meine, da sind ja so viele Flüssigkeiten da drauf. Wenn da so ein CSI-Mann kommen würde, der würde sagen, ach du Heilige, was hat der denn mit dem Schiff gemacht? Ich habe hier mehrere Formen von Code und der ist nicht nur menschlich. Und hier ist sehr viel Affen-Ejakulat. Überall Affen-Ejakulat. Da läuft ein Schweinchen rum. Guck mal hier. Was ist das denn? Dieser Dieb sprang wohl einmal zu oft aus dem Ausguck. Alter, geil. Nicht alle Falken können fliegen. Tja, da sind die Füße oben, hä? Zack, da gibt's noch mal ein bisschen Schwarzmarktgeld. Cool, wollen wir gleich die Queste hier holen? Wo ist denn die? Die ist hier oben im Schiff, ne? Hier oben. Direkt neben dem Affen-Ejakulat. Die alte Seefahrerseele, Junge. So, hier, ich hab mein Dolch reingedudelt. Okay, ich dolche auch mal rein. Aber nicht die Dolche kreuzen, ne? Da stehe ich nicht so drauf. Warum kann ich da nicht reindolchen? Ah, jetzt. Okay, kriegen wir vielleicht eine Ansage? Weiß nicht, guck mal hier. Boah, da hinten. Seine Augen leuchten. Ja. Rede mit uns, Spukmann. Hold on just a moment. Let me look at you. Ah, yes. I recognize a fellow. Oh, da kommt. Da ist er. Er kommt da raus. Oh, cool, Brite. Der Penetrator? Once I sailed the Sea of Thieves, laying trapped spirits to rest with my trusty blade, until the day I crossed paths with a cadaverous captain named Gray. Cadaver-Cap? And he bound my soul to this portrait. I'd still be trapped in canvas if not for that strange fellow and his box of relics. Never did catch the man's name, but he knew just the magical mumbo jumbo to set me loose. Now that I'm a free spirit, so to speak, I plan to make up for lost time and help other trapped souls across the Sea of Thieves. And thanks to your timely arrival, I finally have the means. This lantern's a gift from an old friend, but I can't even touch it as I am now. If you'll join me on my quest, then you can wield it in my stead. You do the searching, I'll do the saving. The chap with the box spoke of three captains, each cursed during battle with a ship named the Ashen Dragon. I jotted it all down in my old journal, so we best bring that along too. Don't worry about me. I know a few supernatural shortcuts. Just follow the lantern, retrieve the captain's skulls, and my Sword of Souls will do the rest. Let's go. Oh, ein neuer Garn. Okay, wir müssen wieder... Laterne, wo müssen wir denn damit hin?
Wir müssen wieder Seelen befreien. Man, wer nervt hier eigentlich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Wo ist dieses dämliche Skelett hier? Da! Es gibt's. Halt deine blöde Klappe! Will questen! Ich sollte mit ihr von der Drachenschädelinsel wegsegeln und Kurs auf die Sea of Thieves setzen. Dort erwarten mich zweifellos große Abenteuer, auf die ich geradewegs zusteuern will. Von all jenen, die ich auf meinen Reisen begegnet bin, verstehe ich mich niemand besser als der Seelenorden. Sie haben meinen Respekt und ich wurde in viele ihrer arkanen Geheimnisse eingeweiht. Okay, aber wohin? Heute hat mich Olivia mit einem Geschenk überrascht. Sie nennt es Schwert der Seelen. Eine Berührung mit der Klinge kann jeden Geist von den Knochen befreien, die ihn gefangen halten. Es scheint, als wäre ich der Meister des Ordens oder dergleichen. Mit meinem neuen Schwert erledige ich geschwätzige Kadaver im Nu. Ich brauche bereits eine größere Herausforderung, deshalb suche ich nach einer Kreatur namens Grey Morrow, einem infernalischem Skelettlord. Gerüchte zufolge hat er auch Interesse an den Geheimnissen des Ordens. Er soll sie aus erster Hand erfahren, wenn meine Klinge seinen Geist von was auch immer von seinem verwunschenen Körper übrig ist, trennt. Eintrag. Ewigkeit. Unendliche Augenblicke auf einer Leinwand gebannt oder so ähnlich fühlt es sich an. War ich für Tage gefangen, Jahre? Ich habe keine Möglichkeit, das herauszufinden. Das war der Preis für meine Überheblichkeit. Ich wurde von Grey Morrow gefangen genommen und gezwungen, ihm das Bindungsritual zu erklären, nur um sein nächstes Opfer zu werden. Mein Charme ist unbeschreiblich, genauso wie das Gefühl, in einem phantomähnlichen Zustand gefangen zu sein. Ich muss Buße tun, ich werde Buße tun. Der freundliche Fremde, der mich befreit, erzählt von anderen, deren Geister genau wie der meine gefangen gehalten werden. Eingesperrt in ihren eigenen verfallenen Überresten, meine Laterne würde mich zu ihm führen, wenn ich sie noch halten könnte. Während ich über meine Möglichkeiten nachdenke, sollte ich alles vermerken, von dem mir der Fremde erzählt hat. Ich darf die armen Seelen nicht genauso enttäuschen, wie ich mich selbst enttäuscht habe. So, jetzt geht's los. Erste verlorene Seele. Die Ash Dragon. Ein Schiff voller Skelette. Wer? Seele des Captains ist noch eingesperrt. Martha Jane. Von Shipwreck Bay aus Kurs Richtung Osten. Kann meine Laterne zum Suchen benutzen. Mit Schiff untergegangen. Muss Schädel finden. Es gibt zwei weitere. Okay, also von hier aus jetzt erstmal Richtung Osten fahren einfach. Oder? Ja, von Shipwreck Bay aus Kurs Richtung Osten. Und wir haben auch noch eine Laterne hier. Ja gut, dann müssen wir mit der Laterne leuchten. Ja. Okay, 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 okay. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Und wo ist Mermundoman? Der ist weg, ne? Mermundoman ist nicht mehr da, ja. Mermundoman! Guck mal, Mama. Er hat mehr Mund als Mann. Er ist mehr Mund als Mann. Vorwärts, ihr Lipizzaner. Er ist ein Mermundoman. Ich bin ein Meerlipizzaner. Ich bin ein Meerlipizzaner. Ich hab mehr Lippen als alle anderen Zahner da draußen. Okay, warum sind jetzt auf einmal Geisterschiffe? Naja, weil wir jetzt halt eine Mission anfangen und der Captain sich denkt, ja gut. Nee, vielleicht gehören die zur Mission dazu. Nee, auf dem, auf dem Thumbnail der Mission sozusagen sind Geisterschiffe abgebildet. Auf dem Thumbnail? Ja. Kurs Richtung Osten. Das ist da vorne, wo die schießen. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Fahren wir mal hin, oder? Okay, Moment mal, das ist kein Raid, das sind einfach nur irgendwelche Ghosties. Ja, es sind einfach nur irgendwelche Ghosties. Das sind einfach nur die Geisterqueste, die wir hier machen, ne? Ja. Okay, warte, ich muss das Schiff nochmal ganz kurz auf Kurs bringen, ein bisschen. Ist es auch im Osten da hinten? Ja, Nordosten oder so, glaube ich. Warte, ich schau mal. Ja, wir fahren jetzt, ja doch. Ja, doch, kann man das Osten noch gelten. Müssen wir die denn wrecken? Ich weiß es nicht. Backdoor wrecken? Ist das Schiff, was gesunken ist? Oder leuchtet man mit der Laterne? Ja, was passiert, wenn er leuchtet? Ich leuchte mit meiner Laterne. Ah, bist du es, Meermundmann? Ich hab dich an deinen roten Lippen in der Ferne erblickt. Vielleicht müssen wir wirklich hier die Geister wegshooten.
Ja, ne? Ich glaube auch. Boah, die geben sich aber ganz schön. Naja, das da vorne hat ja irgend so ein rotes Symbol. Die heißt ja irgendwie Ashen Dragon. Ja, ja. Ich glaube, es sind Drachen da vorne drauf. Der Ashen Dragon. Der Ashen Dragon. Müssen wir der helfen, oder wie? Der Ash Dragon ist aber eine ganz merkwürdige Stelle im Kreis. Ich denke mal, wir müssen der Alten helfen. Was sagt denn das Buch? Das Buch sagt, die Ashen Dragon, ein Schiff voller Skelette. Wer? Seele des Captains ist noch eingesperrt. Keine Ahnung, bombardieren wir sie. Das kann ich nämlich gut. Bomben kann ich gut. Ja, da sehen wir jetzt nur die Geschichte. Dann fahren wir halt mal näher ran. Kann man an Bord von so einem Geisterschiff? Nein, haben wir beim letzten Mal mit den Geisterschiffen auch schon probiert. Jetzt sind sie da hinten. Sicher? Oder müssen wir jetzt hier... Nee, nein, nein, oder ist das Schiff jetzt hier gesunken und müssen wir jetzt erst hier was einsammeln? Ich geh gucken, du segelst. Nee, hier ist nichts, das ist tief. Das ist einfach nur tiefes Meer. Laterne? Hab ich doch. Ah, okay. Nix. Weil es muss irgendwas sein, wo dann wenigstens schwimmt oder so. Aber hier ist nichts. Segel du da hinten hin. Ja, ich bin unterwegs. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Und bewegt sich das hier nicht? Ach so, das war der hier. Oh, ich bin eine Meerjungfrau und ich fasse an den Frauenmann. Also ich hätte jetzt gerne einen Frauenmann da drüben mal mitgemacht. Okay. Also müssen wir jetzt erstmal dem folgen, um seine Seele anscheinend, zu finden. Anscheinend, ja, anscheinend. Wird ja erstmal hier ein bisschen gecrooked. Ja, wir sehen wahrscheinlich jetzt den Fight. Ja, denke ich auch. Wir sehen jetzt hier den wilden Fight. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie an die Insel, wo es endet. Und da müssen wir den Schädel dann ausgraben oder so. Wahrscheinlich. Oder irgendeinen Geist besiegen. Höchstwahrscheinlich, ja. Davon ist auszugehen. Die geben es hier richtig dolle Dicke da auf die Fresse. Einfach schön rein. Was ist das für ein Schleier hier? Farbschleier. Wegen deiner Laterne, oder? Ja, das macht die Laterne. Die Laterne wird nämlich mit Schleierbananenöl betrieben. Ja. Und dementsprechend, okay, jetzt sind sie da hinten. Oh, da haben sie irgendwas versunken. Ein Schiff ist da hinten versunken. Ha! Okay, also ein Schiff ist tot. Der Angry Dragon hat gewonnen. Der Angry Dragon. Klingelingeling. And the winner is Angry Dragon! Hä, wo ist das Schiff versunken? Müssen wir... Da, wo du drauf zusteuerst. Da ist doch eins jetzt schon unter, das andere schwimmt da hinten davon. Okay, dann vielleicht musst du da tauchen, wenn eins wirklich untergegangen ist. Ja, werde ich ja machen. Wir werden jetzt gleich sehen, was passiert, wenn ich da hingehe. Ah, die Seele in der Ferne, sie leuchtet so schön. Die Seeseele. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Mal ein bisschen Gassi hier. Ja doch, das sieht sehr versunken aus. Da sollten wir vielleicht mal gucken gehen. Schauen wir erstmal, was passiert. Weil wenn die weiterspringen, dann segelst du weiter auf jeden Fall. Ja, aber wenn es da was gibt, müssen wir vielleicht was an Bord bringen und dann wäre es nicht so schlau, weiter zu segeln. Okay. Da vorne ist auch eine Insel, also ist jetzt nicht irgendwo wieder mitten im Meer. Okay, ich bremse mal hier, oder? Ja. Wow. Ist da was? Ja. Die singen hier sogar. Kreis stehen. Nach Magi singen sie bei mir. Oh, hier. Mayonnaise. Ich hab den Schädel. Alter. Ich hab den Schädel. Ist hier noch ein Schädel? Irgendjemand redet hier. Ah, die Gebeine des Captains. Wo? Wer? Ah, hier drüben. Oh, geil, voll das geile Seemannslied irgendwie. Alter, schau dir den hier an.
me see what I can do. Der steht auf der Insel. Ja, hier. Ein Typ. Wow. Ein nasses Grab. Captain Martha Jane. I can sense her soul swirling around. Let's see if my sword okay, of cool. Torment. Und jetzt? Was hat er jetzt vor? Sie zu einem Geist zu machen? Alter! Er macht ein Ritual, Junge. Das Schwein im Hintergrund ist voll durchgedreht. Obstkiste. Obstkiste nehme ich aber mit. A ship of the damned, wreathed in hellfire. What impossible treasure must it contain? My crew and I sought to know the truth. For six nights we sailed in pursuit of the Ashen Dragon. Countless times we thought we'd lost the scent, only to spot her ominous flames on the horizon. On the third night, we encountered Captain Stone and his crew, who also meant to hoard the fireship's secrets for themselves. Grudgingly, they accepted our offer of an alliance. Finally, we saw our chance and struck. It was the last mistake of our lives. Our lust for wealth had blinded us to the true nature of our prey. Skeletal pirates who burned as though the flames of Hades were consuming them before our eyes. Upon witnessing the horrors we now faced, Stone and his crew turned tail and ran. Our plans were in ruins even before the Ashen Dragon turned and unleashed its cannons upon us. We were boarded in great numbers as our hull was shattered by cannon fire. There was no time for repair, nor for escape, as our world broke apart around us. My last hope is that Stone's cowardice may, in some way, return to haunt him. I shall carry that hope with me as we sink into our graves. It seems this mysterious Captain Stone is our key to hunting the Ashen Dragon. I'll preserve Jane's memories in my journal. They might give us a clue as to where we should head next. Also okay. Ein bisschen neue Seiten, ne? Ja, ich bringe schon mal das Obst an Bord. Tu es! Hast du mal die Menge an Obst gesehen? Ich kann es nicht lesen jetzt. Die letzte Erinnerung von Captain Martha Jane. Randall Stone hat uns zum Sterben zurückgelassen. Dieser Feigling. Er fürchtete sich vor dem Schiff der Flammen. Während ich meinen letzten Atemzug tue, fällt mir wieder ein, wohin er geflohen ist. Er versteckt sich dort, wo Thatcher Farley verendet. Der Ort, an dem wir zum ersten Mal gemeinsam Schätze fanden. Ich hoffe, dass er sich jedes Mal, wenn er auf die Küste starrt, an mich erinnern wird. Haben die, die Ashen Namen, Dragon ne? sollte von dieser Insel aus zu sehen sein. Boah, ist richtig eine viel Vulkan- Obst im Haus Insel. Jetzt. Eine Vulkaninsel. Thatcher Farley. Okay, Moment, ich habe vorhin eine Vulkaninsel gesehen. Heißt die so? Nö, das ist ein Name, der halt hier drin steht. Ah, ich glaube, da hinten sehe ich was. Was ist das? Oder ist das ein feindliches Schiff? Also hier kann ich noch ein paar Nüsse mitnehmen. Oh, ne, oh, bin aber voll. Also, da hinten ist so ein Skelettschiff ganz weit in der Ferne. Naja, wir können auch ein Skelettschiff schnell noch zer. Na, mal eben schnell. Oh ja, mal eben schnell. Ich will auch ein bisschen Action. Das geht ja schnell. Ich brauch Blut. Oh, oh, ich glaub. Warte mal, was ist das da? Gegner? Was andere Spieler? Irgendwas, was ich zerbomben kann? Ist das ein Schiff oder so ein Turm von der Insel, frage ich mich gerade. Oh, das ist ein großes Schiff, glaube ich. Oh ja, oder? Ein böses großes Schiff? Ich glaube, es ist ein böses großes Schiff. NPC oder? Nee, sieht normal aus. Einfach mal gerade ausschauen. Meint, ich gehe hoch. Weil jetzt haben wir gerade einen Checkpoint, weißt du? Jetzt können wir schmutzige Schmutzereien machen. Das ist ein großes böses Schiff, ja. Alter, was haben wir denn für einen Seegang? Wollen wir zum großen bösen Schiff? Oder? Ja, lass mal gucken. Ja, lass mal gucken, sagt er. Okay. Dann werden wir niedergeschossen. Ich bin mutig. Gibt's dann wieder nur in Kreisepisode übrigens. Nee, hier drüben. Lass lieber zum Piratenschiff gehen. Da gibt's Loot. Ja, aber dann holen die Großen sich das.
Die wissen noch gar nicht, dass wir da sind. Na, ich weiß nicht, ich glaube schon. Lass ein Piratenschiff machen. Die werden ihre Freude haben an unseren alten Kadavern. Okay, aber. Naja, dann ist aber wieder Action, weißt du? Wir haben Quest-Checkpoint, kann eh nichts passieren. Wenn es nach mir geht, dann wird hier jetzt wieder mal ein bisschen Blut vergossen. Und darauf freuen sich die Kinder immer. Die sagen immer, ja, geil. Die Regenbogenflagge ist draußen. Das bedeutet, Kies ist wieder... Regenbogen. Die Regenbogenflagge. Ist es noch da? Ja. Nichts wegen dem Wellengang. Geradeaus, wo muss ich hin? Geradeaus, einfach jetzt geradeaus drauf zu. Die da hinten, die... Ja, ich glaube, das ist ein Außenposten da hinten. Die schaffen gerade ihre Schätze von Bord. Die sie von kleinen Solo-Slopern... Ja, die sie von kleinen Duo-Slopern. Wir sind Duo-Sloper. Bleiben wir mal schön hier bei der Realität, ja? Mr. Duo Slope. Ja, guck mal, das da hinten ist sogar mit, ich glaube, ein größeres Skelett-Piraten-Ding. Da freust du dich doch immer. Sagst doch immer, hey, ich brauche mehr Action. Oh, Alter, was ist das für ein Riesenschiff? Ja, deswegen. Das verschwindet das vielleicht wieder. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will es endlich mal besiegen. Monster Crew. Da hinten bläst der Wal. Hä? Warum wird es auf einmal so dunkel? Ist bei dir keine Ahnung. So ja, ist dunkel geworden, weil Wolke Mond. Ach so, okay. Wolke Mond? Du nicht verstehen oder was? Bist du dumm? Ja, wir haben wieder Gegenwind, das heißt, das Piratenschiff haut wahrscheinlich wieder ab. Wir müssen es nur einmal triggern, damit die sagen, ey. Wir haben schon mal welche getriggert, die sind dann direkt neben uns plötzlich untergetaucht wie ja, aber, in dem Wasser. Ja, was soll ich denn machen? Die haben halt Angst, sie sehen halt, oh, da ist Kies an Bord. Ah, nee, der ist eine zu harte Piratenlegende. Mit Greis würde ich es locker aufnehmen. Ja, aber mit Kies? Solo habe ich eh nichts drauf. Oh, hinter uns ist ein Schiff. Was für eins? Hinter uns? Schwer zu sagen. Entweder Spieler oder noch ein Geisterpiratenschiff. Ach, da hinten das. Das sind Piraten. Aber das scheint ein großes zu sein. Ja, das ist ein Dreimaster. Vor uns ist ein Dreimaster? Meine ich, ja. Das ist Dreimastmann. Der Dreimastmann, ja. Stimmt, das ist ein großes. Eigentlich kann man alles sagen mit Mann. Dreimastmann. Blechhandmann. Obwohl, Blechhandbube klingt besser. Blechhandbube und Dreimastmann. Er hat Hand verloren beim Wanken. Beim großen Wank-Contest hier Piraten. Mann, wir haben keinen Wind, Junge. Und da hinten ist auch noch Nebel oder ein Gewitter oder weiß ich nicht, was ist da? Ja, es gibt Blut und Action. Warte, ich stell uns mal so hin, dann haben wir Wind. So. Ja, ah, geil, Mann. Blut und Action, es ist eine Kies-Folge. Wenn die verschwinden, ist es 100% eine Kreisfolge heute. Was kann ich denn dafür, wenn die immer abhauen? Weil du ja eigentlich gar nicht kämpfen willst. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Du musst immer nur reparieren und schmusen, aber so ist das Piratenleben. Ich bin am Steuer, ich könnte auch einfach woanders hinfahren, wenn ich gar nicht kämpfen wollte. Ich will halt nur vorankommen. Wir kommen auch voran. Belobigungen. Gibt's eine Belobigung? Du hast die große Black Pearl. Ja, du wurdest von der dicken Black Pearl versenkt. Ja, und? Wo ist sie jetzt hin? Hinter dem Fels da drüben, so ein bisschen rechts. Jorins Krähennest. Schwarzmurmel. Und Nebel. Oh Gott, ist hier viel. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Ich bin blind. Warum ist hier jetzt so ein. Warum? Warum hasst uns das Spiel denn so abgrundtief? Ich sehe nichts mehr. Blind. Wo sind die? Jetzt im Ernst, wo sind die? Keine Ahnung, die waren irgendwo hier, oder? Ja, rechts waren die. Oh, weil wir hier beim Fort of the Damned sind. Deswegen ist hier scheiß Nebel. Doch, die sind noch da, oder? Da vorne, direkt vor uns. Ja. Wir müssen an dem Fort vorbei. Wir dürfen halt nichts schrammen. Aber in der Suppe hier kannst du halt nichts sehen. Du siehst nichts, nee. Wir haben immer maximales Glück, muss man schon echt sagen. Das muss man auch mal hinbekommen. Ja, das muss man auch mal hinbekommen. Ja, aber sie sind gerade, sie bewegen sich nicht. Ja, sie wollen gelootet werden. Sie wollen, ja, sie sagen, holt uns. Siehst du, das ist keine Gegner für Typen wie uns. Für so zwei Seebären ist das Frühstück. Ja, wir klatschen da jetzt ran und dann... Einfach rammen und ich mach Mollys. Nee, rammen ist nicht immer gut.
Meine Technik ist immer, geil. Rammen und brennen. Ja, aber dann kann keiner mehr steuern, weil du nicht an Bord bist. Und dann muss irgendjemand reparieren. Dann fährt das Schiff unkontrolliert durch die Gegend. Das bringt ja nichts. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Nee, boah, Alter, jetzt wird der Nebel auch richtig okay, weiß. Okay, sind direkt vor uns. Ja, ja. Ich hab was Weißes im Auge. Aber richtig übel. Reis hat wieder Weiß im Auge. Okay, da sind sie. Okay, dann von rechts, oder? Das ist mir egal, die kommen jetzt auf uns zu, also... Ich will die jetzt brennen sehen. Die machen jetzt Party hart. Ich will Partisane. Na dann, mach mal. Okay, von links? Nee, die hauen ab. Och Mann! Hä? Ich dachte, die kommen auf uns zu, was geht hier ab? Diese Feiglinge! Nein, rechts, was machst du denn? Ja, Moment. Ey, das ist ein Riesenschiff! Wir sind hier! Wir sind hier, hinter euch! Die holen wir doch niemals ein! Nee, wenn die richtig Wind im Segel haben, sowieso nicht. Warum? Warum können wir nicht einmal dieses Schiff hier zerlegen? Wir kommen näher ran, oder? Ja, so minimal. Achtung, die drehen ein bisschen ab. Wohin? Captain Backsnipern und dann ist doch eine offizielle Kriegserklärung. Das ist dann offiziell, ja. Er hat den Captain gesnipert. Ja, ja, die bremsen. Die bremsen oder so, ne? Kommen wir näher ran? Wir kommen näher ran. Okay, okay. Bereit machen, Lümmel, rechts an die Kanone, rechts an die Kanone, rechts an die Kanone. Ich gehe. Alles gut. Noch kann ich nicht treffen. Versuch sie möglichst weit unten zu treffen. Alter, das ist so ein Monsterschiff. Diese Feiglinge wehren sich ja nicht mal. Ja, weil sie gerade keine Position haben. Sie stellen ihre Kanonen ein. Jetzt, Junge, jetzt kriegen wir aufs Maul. Achtung. Oh, oh, die laden. Jetzt geht's los. Geisterkugeln. Ich hab keine Ding. Lila. Ich hab keine Muni. Okay, okay. Wir rammen uns gleich, wenn es so weitergeht. Mach Feuer drauf. Ich auch. Guck, wir müssen dann unten gucken, ne? Unten gucken, ja, aber ich, guckst du unten, ich lenke. Alles klar. Ich geh looken. Weil jetzt sind sie hinter uns, das ist nicht schön. Oh, oh, wie alt haben wir da ein Riesenloch. Arr, Mate. Arr, arr, arr. Okay, okay, die sind immer noch arr, hinter uns. Backe. Okay, ich mache einen Hardturn, oder? Hardturn, ich bin noch am Schippen. Ja, die wollen abhauen. Wollen die wirklich abhauen? Halt, diese Schweine. Okay, du musst sie einholen. Dann geh ich nochmal kurz schippen. Mal gucken. Ship and check. Ship and check, geh links. Nee, ist alles trocken. Okay. Kanone ist geladen. Oh okay. Nein, Geisterballs. Ghost Bolly. Jetzt. Ghoster Bull. Jetzt kommen sie left. Bin ja dran. Haben wir irgendwas? Die haben böse bekommen. Oh, ich bin fast tot. Ich geh kurz reparieren. Okay. Au! Doppelkanü. Moment. Bin am Reparieren. Geht irgendwo noch Wasser rein? Hier drüben. Boah, diese Löcher von denen, die sind nicht so kleine Pillelöcher. Da läuft sie ganz schnell voll. Die machen richtig große Riemen rein. Ja, weil das Riemenreiter sind. Unten ist trocken, mein Captain. Wo sind sie? Vor uns. Oh, ja. Muss den Captain irgendwie erledigen. An Bord gehen, Captain erschießen. Von wo kommt der blöde Wind eigentlich? Weil die reparieren so schnell. Ich glaube, die kriegen wir gar nicht. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht.
Guck mal, die sind, wieder frisch. Woran siehst du das genau? Ja, ich sehe keine Löcher mehr da unten. Auf rechts, okay. Ich bin dran. Kannst du Kracher rüberwerfen? Ich habe gerade keine Netash mit. Aber wir haben nur die normalen Kracher, ne? Daneben? Nee, ging alle rein. Achso, deiner. Meiner. Guck mal, da oben ist wieder voll die Bande. Der wir zieht haben nicht mehr wirklich viele Kanonenkugeln. Wie? Was? Aua. Gift habe ich in meinem Körper. Moment, ich muss reparieren. Ah, oh, was geben die uns hier alles? Mich ums Gift gekümmert. Ich saug's raus. Sag Mr. Bubbles, er soll dich aussaugen. Mr. Bubbles. Ich habe Mr. Bubbles trainiert auf Giftsaugen. Ja. Oh Mann, ich überlege gerade, ob ich da auf die Insel springen soll, um Munition zu holen, weil wir haben nicht mehr wirklich viel. Oh mein Gott. Uff. Und der sitzt. Shit. Okay, ich treffe die von hier eh nicht so gut. Nee. Ich muss mal sitzen. Reparieren. Oh, ja. Alter! Die meinen es jetzt richtig ernst, ne? Die meinen es richtig böse ernst. Achtung, boom, 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 Alter. 1, 2, 3, hier geht's richtig ab. Wir haben reparieren, noch haben wir Bretter, wir haben nur keine Munition bald mehr. Mr. Bucklehole. Meinst du, die haben was an Bord? Bestimmt. Deswegen überlege ich, ob wir die irgendwie uns krallen können und okay, dann. Ich ramm die. Warte, ich bin noch am Reparieren. Wie weit bist du mit Reparieren? Durch. Okay, dann, warte, ich ramm die, du gehst rüber, versuch zu kämpfen. Okay, ich bin auf Rammkurs, ich geh reparieren. Aua. Bin drüben. Oh Gott, sind das viele. Alter, was haben die hier alles? Hast du Cracker oder so, irgendwas? Hier sind einfach unzählige. Oh nein, die machen mich kalt. Aber die laufen gut voll. Nö, Alter, haben die mir gegeben. Ich muss reparieren. Ich bin am Reparieren. Boah, Gott, sie laufen aber gut voll. Ich schipp sie. Ich schipp mein Wasser in ihr Ding. Zack, rüber, zack. Ich bin unterwegs. Yeah. Ich schipp mein Wasser in sie rein. Er schippt das Wasser in sie rein. Ich bin gleich wieder da. Also sie sind unten schon komplett voll. Ja, wir burnen oben so ein bisschen. Wir kleben an den dran. Burn die auch? Ein bisschen schon, ja. Okay, du musst einfach nur durchhalten, bis ich da bin. Okay, der hat sich aufgelöst. Ich komm rüber. Das ist ein Riesending, das ist ein Riesenschiff. Oh mein Gott, hab ich noch Wasser? Nee. Wasser? Ich lösch mal unser Schiff gerade ein bisschen. Ja. Ich schau gerade, was wir hier noch haben. Oh, Kracher habe ich noch ganz viele. Dann machst du tot. Warte mal, ich kann doch die Kanone hier noch beladen. Mach das. Hau dem richtig was rein, was geht. Wir hängen so dran an den. Okay, ich muss Essen finden. Kann man den Captain nicht erschießen von denen? Ich gehe jetzt an Bord und erschieße den Captain. Aber das muss ich mich heilen. Okay, aber die lösen sich gerade wieder, Moment, ich brauche irgendeine andere Waffe. Pistole. Okay. Die sind weg. Alter, lass sie noch stehen. Obwohl, die sind auf unserem Kurs. Hurra! Ich spring rein, versuch mein Glück. Bin an Bord. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich den Captain nicht besiegen kann. Vielleicht ist das wieder so. Da ist der Captain bei mir. Nee, der ist hier. Kannst du ihn Schwert meistern? Ich glaube, die gehen unter. Sie laufen voll. Ich lenke sie vom Schippen ab. Ramme wieder. Ramm da rein. Was für ein Fight, Alter. Okay, ich gehe runter und schaue nach Löchern.
geht auf den Tisch. Boah, das ist ein Riesenschiff, du. Crackelt so hart. Sie gehen unter! Ja, ja. Ja. Alter, was für ein riesiges Schiff. Und wir haben gewonnen. Anker, Anker, zieh den Anker. Ich zieh den Anker. Boah, kann ich noch die Seelenkanone plündern? Nee, die ist weg. Schade. Ich hätte gerne die Seelenkugel hier geholt. Boah, okay, was für ein Riesenschiff, Mate. Ich mach mal hier noch Löcher zu. Haben wir einen Außenposten hier in der Nähe? Ja, direkt vor uns. Ich hoffe, ich hoffe. Direkt vor uns ist, glaube ich, einer. Geil, dann liefern wir ab und das ist wieder geil. Kommt hier irgendwo noch Wasser rein? Ja, hier. Ich bin jetzt hier noch im Wasser drin. Ich guck, dass ich die Schätze nicht irgendwie wieder verpenne. Ja, da kommt's hoch, da wo ich bin. Ey, dafür hätten wir aber eigentlich irgendeine Auszeichnung oder sowas bekommen sollen. Für den Großen oder was? Ja, guck mal. Huh, so. Okay, hier ist gar nicht mehr so viel. Was ist das für eine Kiste, wo wir hier noch kriegen? Was ist das hier für eine Kiste? Weiß ich nicht. Kannst du näher zu mir? Ja, ja, ich komme. Dann bleibe ich nämlich hier. Halt die Stellung. Nee, es ist eine Vorratskiste, zwei Saphire, ein Schädel und eine andere Kiste noch. Also habe ich jetzt echt mehr erwartet für so einen riesen Karren, den wir da... Ah, da hinten schwimmt noch irgendwas. Das war schon ein großer Karren. Das war schon echt ein verdammt großer Karren. Oh. Oh, hier ist so ein... Was ist das für ein Schädel? Alter, so einen Schädel habe ich noch nie gesehen. Okay, geil. Blutroter Schädel. Immer gut, immer gut. Was ist das für ein Schädel? Komm mal her. Warte. Der leuchtet sogar rot. Wo denn? Oh Gott, da hinten kommen Gegner. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Okay, warte. Ich hol einfach ich alles. Er heißt Ritualschädel. What? Für was ist der denn gut? Ist es ein Questgegenstand für die Burg weiß da? Weiß ich nicht. Fort of ja, the Damned? Stimmt. Ja, das ist, ja, stimmt. Hier liegt noch ein Schädel. Schlepp du doch einfach alles am besten in den Keller. Ach so, ja, nee, ich habe gedacht nur, dass wir wegkommen. Ja, ja, genau. Deswegen beeile ich mich ja und schieße alles mit dem Dings hier. Aber wir haben gar nichts mehr an Vorräte. Okay, wir können los, oder? Hier ist ja, los, mehr. Los, hopp, hopp, hopp. Direkt hier zum Außenposten, oder? Ja. Okay. Was ist hier los? Warum kann ich nicht... Mach du passt... was machst du? Na, direkt drauf lenken. Hier vorne ist doch ja, ein Außenposten. Ja, hätte ich doch auch gemacht. Ach so, ich dachte... Ach so, ich dachte, du ich habe keine Ahnung. Das ist ja immer und jetzt ausnahmsweise nicht. Da liegen noch Schätze oben an Deck. Egal, lassen wir liegen. Ist doch egal, ja. Wir knallen da rein. Die Folge ist doch jetzt eh dann vorbei. Eben, genau. Ich baller da einfach straight drauf. Wo sind die Gegner? Sind die noch weit genug weg? Ja, ne? Irgendwo hinten. Ich weiß nicht, ob man den Ritualschädel vielleicht auch verkaufen kann. Aber ich lege jetzt mal alles hier oben hin. Was war, glaube ich, großes Schiff. War rechts hinten. Okay, es ist links hinten, ja, aber es nee, ist hier auf der Seite. Hier irgendwo da. Ja, das ist links hinten. Hä? Wenn ich in die Richtung gucke, ist es links. Aber rechts hinten vom Schiff hast du schon ach recht. Ach so, ja. Wenn man in Fahrtrichtung denkt. Aber die stehen still, die stehen an einem Wrack und tauchen. Alles klar, perfekt. Wir müssen links. Ja, ja, ja. Sieht so cool aus, dieser Blutschädel hier, oder? Ja, den brauchst du für Fort of the Damned, ne? Ja, vielleicht kann man ihn auch verhökern. I don't know. Vielleicht beim Barmann oder so. Aber Alter, wir haben dieses riesen Ding zerlegt, ne? Ja, geil. Ohne Scheiß, es war riesig. Es war echt riesig. Ja, es war... Wenn du da Pech hast, ey, kriegst du eine Salve von drei Kanonenkugeln, hast du richtig die Arschkarte. Mann, muss das damals krass gewesen sein. Ey, boom, und dann Splitter flogen überall. Und da konntest du nicht mal eben dreimal klopfen und das Schiff sinkt nicht, ne? So. Ja, es war heftig. Es war richtig heftig. Alter, muss das krank gewesen sein, ey. Hier ist auch noch dieser Drecksaußenposten, der am unangenehmsten ist. Echt? Warte, ich fahr da rein, warte. Ja, du musst hier so reinfahren, ja. Ist das überhaupt ein Außenposten? Das weiß ist doch ich gar nicht. Nee, das ist gar, nee, kein, das ist gar kein Außenposten. Das ist hier genau, was ist das denn? Lulli versteckt irgendwie. Das Schnitterversteck? Nein. Moment, doch, hier drüben ist Schnitter. Geh, lass zum Schnitter gehen, da können wir auch alles verkaufen. Wo ist das? Links von uns. Links von uns, ja. Okay, sehe ich schon, sehe ich schon. Verchecken wir alles bei den Schnittern-Boys. Was ist das denn hier, wo wir da waren? Hä, das ist gar nicht verzeichnet. Was soll das sein?
Ist hier nicht auf der Karte. Schiffsratten ist das, glaube ich. Ja, ist nicht auf der Karte. Hä? Ist denn nix im Abo? Die wollen auch zum Schnitterboy, oder? Aber wir haben jetzt gerade Wind. Haben wir Wind? Ja, ne? Ja. So, jetzt haben wir Wind. Beeilen wir uns. Gustavo Mappo. Das ist auch wieder irgendein Schiff, aber ich glaube, es ist ein NPC-Schiff. Wenn da bunte Lichter sind, ja. Aber die wollen es jetzt vielleicht doch noch wissen da hinten, oder? Keine Ahnung. Ramm voll rein und dann weg. Dann bringen wir alles weg. Hast du schon alles oben hingestellt? Ja, steht alles vorne an der Spitze. Nur die Obstkiste, aber die... Die kannst du nur, wenn sie voll ist, verkaufen, glaube ich, ne? Jetzt ist sie voll. Aber ich weiß gar nicht, ob man die auch bei Schnitter verkaufen kann. Sehen wir dann. Ansonsten gibt es heute Abend einen ordentlichen Obstsalat. Ich habe da so ein Kinderlied. Das hat sich so in mein Hirn reingebrannt, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 4 oder so. Obstsalat, süßer Obstsalat, schmeckt toll in der Schüssel voll. Irgendwie so, das permanent im Kopf, wenn ich Obstsalat höre. Obstsalat, süßer Obstsalat, eine ganze Schüssel voll, schmeckt toll. Und jedermann macht Obstsalat satt. Und irgend sowas ging das. Ja, schön ran, damit wir Speedy Man machen können. Ja, jetzt sind wir schön ran. Egal, einfach jetzt rein, bevor die kommen. Ist egal, ob das Ding jetzt sinkt oder nicht. Na, ich glaube, die kommen aber jetzt nicht. Das juckt mich jetzt auch nicht. Die sind so weit weg. Hey, also Meister! Ach, ist es hart? 104. Ach, echt jetzt? Wow. Wow. 144 Schmeckerlons hat es dafür gegeben. Wow, mal gucken, ob es für die Obstkiste was gibt. Bisschen Ruf halt. 17 bin ich bei Schnitter. 17 bei Schnitter? Ich weiß gar nicht, müsste ich aber auch sein ungefähr. Ich habe jetzt gerade nicht geschaut. Der Schnittermundmann. Gucken, ob der mein Obst will. Hey, willst du Obst? Ja. Guck mal, da gibt's einen Taui für. Ein Taui, ey. Alter, und für so eine Kiste voller Gold. Gold kannst du nicht essen. Ne, es ist halt einfach so. Ich gebe jetzt hier noch eine Schnitterkonserve. Was kriege ich dafür? Wasserfüllter Schädel, 500. Ach, ums Gold geht's doch schon lange nicht mehr. Was ist denn das hier? Kiste mit feinen Gewürzis? Nicht, dass sie nass werden. Das nasse Gewürze mögen die Leute nicht so. Alles klar, dann noch zweimal hier Steine. Wir hatten halt leider keine Kiste, wo man irgendwas reinlegen kann. Nee, Kisten gab's nicht. Also dafür, dass es so groß war, ne? Ja, bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja, dann lieber ein Megalodon. Da bringt ja der kleine Megalodon noch mehr. Okay, wir haben hier noch einen Schädel, Captain. Ja, nochmal 1300. Am Ende geht es eh nur noch um Ruf. Ich meine, ich habe so viel Gold. Hier schon auf die 400k bald wieder zu. Der muss jetzt aber geben. Naja, 1400 fast, ne? Ja, aber Ruf. Boah, echt jetzt? Ja, es gibt immer nur so einen kleinen. Ja, vielleicht schaffe ich es noch auf 18, wenn wir jetzt noch die zwei Sachen abgeben. Bei mir ist es knapp. Mit 18, sehr, sehr knapp. Weißt du, was geil wäre? Wenn die einbauen würden, dass so ein Mr. Bubbles zum Beispiel einen kleinen Gegenstand tragen könnte. Und den dackelt dir hinterher und du kannst ihm dann den Gegenstand abnehmen. Aber Peter, weißt du doch. Oh, ja, ich war 18 noch. So, ich habe keine Ahnung, ob wir den Ritualschädel überhaupt abgeben können, dass wir das raus. Keine Ahnung, ich probiere es aus. Ansonsten. Achso, warte, hier ist noch ein Saphir, den geben wir aber noch ab. Und ja, nimmt er. Was? Dafür gibt's hier 10. 10 Schwarzmarktdublonen, ist auch geil. Und bestimmt jetzt, dafür will ich jetzt aber Ruf sehen, Alter. Wir reden hier von einem Original-Ritualschädel. Was? Ah, doch.
Ja, aber nicht so viel. Ja, aber trotzdem. Hat wenigstens gereicht. So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht die Queste weiter. Die soll auch ziemlich cool sein. Ihr dürft euch auf ein paar Überraschungen freuen. Erotische Überraschungen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung reindrücken. Und Hashtag ich liebe Mr. Bubbles Schniepli. Und tschüss. Wiedersehen.